Hallo und herzlich willkommen zu Witcher 3 Blood and Wine Nebenquests. Wer meine Videos kennt, der weiß ja schon, dass ich mich wie Wolle vor den Nebenquests drücke, vor den Hauptquests drücke. Achso, ich war hier dran. Der Alte hier hat ja... Ja, genau. Das geht hier darum, ich weiß ja nicht, ob ihr das letzte Video schon gesehen habt oder ob du das letzte Video schon gesehen hast. Der Witcher kommt hier hin, sieht die Location hier. Ah, alles voller Blut und hat dann voll am Untersuchen. Dann kommt der Typ hier. Der sagt ihm, der hat wohl so ein seltenes Monster hier. Das hat mal so ein Vorfahren von ihm, hat eins dieser Tiere seiner Mutter oder wer immer das Leben gerettet. Deswegen schützen die dieses Tier jetzt, weil ja die Menschen immer weiter vorrücken hier. Sind auch die Hirsche und sowas immer seltener, die gefressen werden von diesen Tieren. Und das Letzte, was es da auf jeden Fall noch gibt, das hat er hier. Deswegen legt er die Schilder hier hin, dass da keiner vorbeigehen soll. Der könnte angegriffen werden von den Tieren. Ich mach mal das Fenster zu. Stell dir vor, in deiner Stadt, da würden an der Straße, an der Hauptstraße oder an der Nebenstraße oder irgendwo einfach Schilder aufgehängt werden. Ich habe einen wilden Wolf hier und wenn du nicht gefressen werden willst, dann geh woanders lang. Und da wird schade, will ich das jetzt mal angucken. Ich weiß nicht, ob das ist wohl wieder so eine Entscheidung hier. Ist das jetzt selten genug, dieses Monster, dass man das in Ruhe lässt? Oder sollte man da das abmurksen, weil es ja Leute umbringt? So, wieder da. Ich muss doch mal eine Uhr stellen. Ich habe nicht so ein unfassbares Zeitgefühl, dass ich jetzt genau weiß, wann 15 Minuten erreicht sind. Ja, was soll man da machen? Ich gucke erstmal, da steht ja, was man machen muss. Wo Kinder spielen, fliegen die Fetzen. Finde den... Ach, verdammt. Warum hat der diese Quest hier... Ach, wahrscheinlich, weil ich die Quest nicht angewählt habe. Ich nehme mal an. Ich hatte mir vorher die Karte angeguckt. Da ist hier... Das wird sich wohl hier rumdrehen. Oder eben um dieses Fragezeichen. Das sind die beiden Möglichkeiten. Den Gefangenen habe ich schon gerettet. Der will mich natürlich immer zur Hauptquest ziehen. Diesen Schuster das jetzt. Aber das ist für mich persönlich, ist das eigentlich... Ist die Hauptquest... Ja, das ist auch nett. Es würde mich freuen, wenn ich in der Hauptquest... noch Charaktere treffen würde aus dem Hauptspiel. Ich frage mich, ob man statt dem Hexer auch die Ciri, ob man da auch ein Spiel von machen könnte. Das heißt ja nicht, weil dass der Hexer hier, dass der nicht mehr drin vorkommt, das ist generell hier, sagen wir mal, das Szenario des Ritterrollenspiels, nennen wir es mal so, komplett gestorben ist für die. Das heißt ja halt nur, dass sie wohl... Der Geruch ist zu zerstreut. Der Basilisk muss sich in den Lüften befinden. Ah, ich wusste gar nicht, dass ich die Story noch voll, der Story noch folge. Blutfleck. Ja. Das hatte ich gar nicht gewusst. Auch, dass er mir nachlatscht, habe ich gar nicht gewusst. Dann muss ich wohl, tippe ich mal, erstmal ein bisschen hier, ah verdammt, ich hab's geahnt, dass wir mal die Magien nicht, wenn man eine andere Magie zwischen, das ist ja auch in der Höhle, wenn man zwischendurch eine andere Magie anwendet,
Ich habe zwischendurch diese Nebenquest gemacht mit diesem, was war es, ein Amphitheater oder was? Ich meine, das war ein Amphitheater, irgendwas in der Art, wo man diesen Geist beseitigen musste. Man hat diese Fackeln angezündet in der richtigen Reihenfolge und dann kam dieser Geist. Und das war mir beim ersten Mal gar nicht aufgefallen, dass da Zuschauer auf dem Rang sind, die am Zujubeln oder dem Geschehen zujubeln. Dann habe ich die um die Ecke gebracht, die hat einen Schlüssel fallen lassen. Ja, und dann mich durch das Tor ran. Ja, ich will mal ehrlich sein, ich weiß noch nicht mehr, was ich da bekommen habe. Es kann nicht so unfassbar episch gewesen sein, dass ich jetzt hier die goldenen Handschuhe bekommen hätte, to the win. Oder irgendwie sowas, dass ich jetzt quasi einen Gegenstand bekommen hätte, der jetzt Level 88 ist. Das wäre mir in Erinnerung geblieben. Genau wie ich es mir dachte. Das zweite Opfer ist relativ unfassbar. Das wollte der Basilisk wohl für später mit ins Nest ziehen. Dann hat er es fallen. Möchte wissen, warum? Auf deine Anfrage zur geplanten Route für die Tanninfässer kann ich bestätigen, dass die offizielle Zunftroute nach wie vor über das Land von Graf di Saveris führt. Also über sein Zimmer, dem Monster. Er hat gerade genannt, was war das, ein Greif oder was war das? Die Zunft sieht keine Notwendigkeit, von dieser traditionellen Route abzuweichen, da der Graf sich verpflichtet hat, für alle Schäden aufzukommen, die der große weiße Schrecken anrichtet. Selbst bei Verlust der gesamten Ladung entsteht der Zunft kein finanzieller Schaden. Ja, das ist ja super. Das heißt, der Graf hat unterschrieben, wenn das passiert, muss der superreich sein. Dann entschädigt er die. Und die haben es halt mit ihrem Leben bezahlt. Für die zählt wohl nur Speicher mal. Ich rate mal, wie die Geschichte weitergeht. Das heißt, ich spiele es blind. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe mich auch nicht erkundigt. Ich muss wohl in die Höhle rein. Da ist wohl das Nest von den Basilisken. Und da muss er irgendwelche Köder auslegen oder something. Dann kommt der Basilisk angerauscht und dann trinkt man eine Tasse Tee mit dem. Ja, wahrscheinlich macht man den dann tot und dann ist die Quest erledigt. Tee trinken mit Basilisken ist nicht angesagt. Ich kann dort an, ich kann dort lang. Deswegen hatte ich hier auch kein Monster gesehen hier drin, weil das Basiliskenlager ist. Oder Basiliskenhöhle. Kommt da dann immer ein Senkrechtflug hier rein, obwohl das ein bisschen, glaube so schmal ist der nicht. Ich glaube auch nicht, dass der sich da runterfallen lässt und dann da durchfloppt. Wie kommt denn der Basilisk immer in diese Höhle hinein? Ja, wisst ihr so was? Da lässt sich da durchfluppen. Das nennen die Experten so, wenn der Basilisk da reinfällt. Das ist ein bisschen zu schmal. Die Fallgeschwindigkeit lässt denn da, wie Experten sagen, durchfluppen. Ja, da wird's. Jetzt bin ich hier, glaube ich, genauso schlau wie vorher. Kann ein bisschen Kräuter vor The Wind noch sammeln. Habe ich ja noch überhaupt gar nicht gemacht. Wie gesagt, ich glaube, wenn der Witcher hier reich werden würde nach dem Abenteuer hier, dann wahrscheinlich wegen der letzten Kräuter, die ich hier gesammelt habe. Ne, hier komme ich nicht weiter. Das wird es wohl nicht sein. Lippo, verlauf dich doch nicht immer. Ne, ich hatte jetzt vermutet, dass irgendwas hier wäre, aber das ist es wohl nicht. Da ist noch so ein, ja, stell dich nicht so an, noch so ein Feuer hier. Das Basiliskenlager ist hier wohl nicht. Ha. Ich hatte gehofft, wenn ich da jetzt noch mal reingehe, da ist doch was. Ich hoffe, dass es sich schneller irgendwas aufzusammeln. Komme ich denn da hoch? Wie kommt der Witcher denn da hoch? Das kann doch wohl nicht sein. Das kann ich jetzt nicht tun. Hallo?
Ja, genau. Genau so würde ich das machen. So. Ich hatte eigentlich gehofft, er würde den untersuchen. Nicht einfach nur komplett ausnehmen. Ich hatte ja vermutet, das würde jetzt mit dem Basilisken zu tun haben hier. Warum das nicht der Fall ist, weiß ich auch nicht. Merkwürdig. Ja, das ist alles so merkwürdig, dass das schon wieder so merkwürdig ist. Eine Truhe to the win. Der Lippo liest sie noch nicht mal durch, was hier überhaupt drin war. Ich kann da mal gucken. Die Hand, die sind schon schlechter aus. Nee. Ich kann ja mal aus Spaß hier. Meine Güte, war die Ausrüstung schon wieder so in Mitleidenschaft gezogen? Ja, immer kaputte Sachen. So, ich verabschiede mich mal bis zum nächsten Video. Nicht viel los gewesen in dem Video. Ich hatte gehofft, der Basilisk würde da angetrabt kommen. Oder würde sich irgendwas ergeben, das wäre die Basiliskenhöhle. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Daumen hoch wäre super und ein Abo wäre auch fantastisch.